Verehrte Zuschauer, wir sind heute in Thüringen. Wir hatten ja dort Wahl und wir haben die Verhältnisse im Landtag gesehen und gehört, jedenfalls die meisten von Ihnen. Begrüßen Sie mit mir Stefan Möller. Stefan Möller ist einer der beiden Landessprecher in Thüringen. Der Kollege ist Björn Höcke. Herr Müller, ich begrüße Sie bei Hallo Meinung. Guten Tag, Herr Weber. Herr Müller, wir haben die Ereignisse im Landtag gesehen, aber bevor wir dazu kommen, würde ich Sie bitten, ich habe oft Menschen, die ich im Bundestag sehe und höre, auch in den Landtagen, wo ich einfach sage, naja, mit der Berufserfahrung ist es nicht allzu weit her. Wie schaut es denn da bei Ihnen aus? Ach, ganz gut. Ich glaube, da muss ich mich nicht verstecken. Ich bin Rechtsanwalt, bin also ausgebildeter Volljurist, habe als Rechtsanwalt und als Unternehmensjurist in der Energiewirtschaft gearbeitet. Und nach circa 10 Jahren, genau nach 10 Jahren, bin ich dann in den Landtag gewechselt. Jawohl, also jemand, der die Nase in der freien Wirtschaft und in der Juristerei durchaus mal gehalten hat und der weiß, wie das Leben draußen ausschaut, außerhalb der Parlamente und der Genau, Landtage. das hat mich auch motiviert, in die Politik zu gehen. Jawohl, mir geht es ähnlich als Unternehmer. Ich bin nicht in der Politik, aber darüber zu berichten. Herr Müller, die Ereignisse im Landtag, sie sind ja einheitlich von der Presse so dargestellt worden, eine Inszenierung der AfD. Es gab zwei Medien, die berichtenswerterweise anders berichtet haben. Das war einmal die Neue Zürcher Zeitung und das war einmal Cicero, die klar gesagt haben, die Inszenierung kam nicht und die Demokratieschädigung nicht von der AfD, sondern von der CDU. Was stimmt nun? Ja, also ich sehe es natürlich auch wie die Journalisten von Cicero und von der NZZ. Es gab definitiv eine Inszenierung, nur kam sie eben nicht von uns. Diese Sitzung, die an dem Donnerstag vor 2 Wochen stattgefunden hat, die hätte nach meiner Einschätzung nach einer Stunde in aller Ruhe beendet werden können. Denn es war von vornherein klar, dass hier zwei juristische Meinungen aufeinander prallten, nämlich in Bezug auf die Frage, ob eine Geschäftsordnungsänderung in der konstituierenden Sitzung überhaupt möglich ist vor der Landtagspräsidentenwahl. Und diese Frage musste juristisch geklärt werden, weil es eine politische Einigung eben nicht geben konnte, weil man sich da überhaupt nicht einig werden konnte. Und was dann stattgefunden hat, war letztlich tatsächlich die Inszenierung einer rüpelhaften Veranstaltung, in der sich ja Abgeordnete selbst ermächtigt haben, das Wort zu erteilen, in denen auch sehr rüde mit der AfD im Allgemeinen und mit dem Jürgen Treutler, dem Alterspräsidenten im Besonderen, umgegangen worden ist. All das sind Methoden gewesen. Wenn sie von der AfD gekommen wären, wären sie mit Ordnungsrufen und dann natürlich auch mit dem Entfernen aus der Sitzung geahndet worden. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt haben Sie gesagt, das musste juristisch geklärt werden. Sie sind Jurist, Sie sind Volljurist. Jetzt haben wir folgende Situation. Sie vertreten mich bei Gericht und Sie erfahren bei der anderen Partei, der Sohn, den wir beklagen, und der Richter ist sein Vater. Hat das Erfolg auf Befangenheit? Also ich würde schon sagen, dass das ein klassischer Fall von Befangenheit ist, ne? Denn also hier geht die Verflechtung, die persönliche Verflechtung mit den Interessen der CDU-Fraktion, ja, würde ich sagen, sogar noch weiter. Der Verfassungsrichter Geibert, der also mitentschieden hat, ist ja zudem auch CDU-Mitglied. Er war Innenminister einer CDU-Landesregierung und dann gibt es noch, wie gesagt, dieses persönliche Kenn- und Beziehungsverhältnis zu einem der Abgeordneten der CDU-Fraktion. Ich denke, dass das insgesamt natürlich ein Fall von Befangenheit darstellt. Ich bin gespannt. Das wird ja jetzt, denke ich, auch durch die Staatsanwaltschaft bewertet werden müssen. Es gab ja entsprechende Strafanzeigen. Auch unsere Fraktion wird voraussichtlich Strafanzeige gegen Herrn Geibert stellen. Ich bin gespannt, wie das dann ja, erklärt wird, was dann die Juristen, insbesondere auch die Generalstaatsanwältin, dazu sagen wird, warum es möglicherweise keine Rechtsbeugung war. Aber für mich ist die Mitwirkung eines solchen Richters natürlich zumindest hochfragwürdig und ich finde auch strafrechtlich relevant. Und lassen Sie uns die Thematik, jede Fernsehsendung, wir beginnen nicht so, wir potenzieren das auch nicht, wird immer gesagt, ja, Sie gelten ja als gesichert so und so. Was Sie gesichert sind, Sie sind gesichert Rechtsanwalt, da gibt es nun keinen Zweifel. Aber es wird immer gesagt, Sie sind ja gesichert und der Verfassungsschutz. Aber wenn wir uns die Länder anschauen, wenn wir uns den Bund anschauen, Verzeihung,
Nun obliegt ja der Verfassungsschutz den Innenministern. Sollten wir hier nicht eine Abkopplung erreichen, so wie es allgemein in der Welt üblich ist, dass man sagt, wenn denn überhaupt ein Verfassungsschutz in dieser Form, aber der muss ja ebenso wie ein Gericht eine völlige Unabhängigkeit haben. Besitzt das der Verfassungsschutz? Nein, definitiv nicht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es letztlich nicht nur auf den Verfassungsschutz zutrifft, sondern eben beispielsweise auch, jedenfalls teilweise auch auf die oberen Gerichte, denn die sind ja auch politisch letztlich besetzt worden durch Bundestag, Bundesrat oder hier in Thüringen eben auch durch den Landtag. Und da immer eben auch durch die etablierte Politik, ne, die ja in der Frage die Besetzung selbst entscheidet. Und im Fall des Verfassungsschutzes ist es natürlich noch deutlicher, gerade auch hier in Thüringen. Herr Kramer, der Präsident des Verfassungsschutzes, ist SPD-Mitglied. Er hat eine relativ einschlägige Vorgeschichte. Er hat, als er eingestellt wurde, nicht die Voraussetzungen aufgewiesen, die nach den rechtlichen Regelungen ein Präsident des Verfassungsschutzes haben soll. Aber er bot offensichtlich politisch die Gewähr, das zu tun, wofür er angestellt war, nämlich Druck auf Oppositionen auszuüben, die rechts vom damaligen Regierungsbündnis und der CDU entstanden ist. Und das betraf eben hauptsächlich die AfD, aber nicht nur die AfD, sondern natürlich dann in der Corona-Zeit auch die Spaziergänger beispielsweise. Jeden, der die klassische Narrative hinterfragt hat und beispielsweise auch Kritik an bestimmten Abläufen in den gesellschaftlichen Institutionen kritisiert, dann ist er ja sogenannter Staatsdelegitimierer. Und ja, das müsste man natürlich alles aufbrechen. Man muss ja dazu sagen, dass der Verfassungsschutz schon ein Stück weit ein Fremdkörper in einer Demokratie ist, ne? Also die Überwachung der eigenen Bevölkerung in Bezug auf politische Meinungen, die man als extrem framed, das ist so schon ein absoluter Sonderfall in Demokratien. Und die Art und Weise, wie das hier bei uns geschieht, die auch weitgehende Kontrolllosigkeit der Öffentlichkeit gegenüber diesem Vorgehen, das ist natürlich nochmal ein besonderer Fall. Also wir haben ja hier in Thüringen den Fall, dass die sogenannte Parlamentarische Kontrollkommission, die beauftragt ist, den Verfassungsschutz zu kontrollieren, nicht ordnungsgemäß besetzt ist, ne? Also faktisch nicht existiert oder nur aus erklärten Gegnern der AfD existiert, die sozusagen Hauptbeobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes ist. Und das alles insgesamt ist natürlich eine Melange, wo ich sage, das hat mit rechtsstaatlicher Vorgehensweise nichts mehr zu tun. Das merkt man natürlich auch, wenn man mal in die Materialsammlungen des Verfassungsschutzes reingeht. Da werden also Sachverhalte teilweise für extremistisch erklärt, die ganz klar unter das Grundrecht der Meinungsfreiheit fallen, die auch nicht strafbar sind. Und in einer Demokratie, in einem demokratischen Rechtsstaat ist eben all das, was nicht verboten ist, erlaubt. Und insofern muss die Gesellschaft, muss die Regierung natürlich auch diese Aussagen aushalten und kann sie nicht einfach als extrem erklären und dann dazu nutzen, um eine Partei zu verbieten oder deren Mitglieder zu schikanieren. Nun haben wir die Innenministerin, die Bundesinnenministerin Frau Faeser und die Familienministerin Frau Paus. Nun, die Situation unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Stehen dabei Ihnen die Haare zu Berge, wenn Sie so etwas hören? Ja, weil das ist also mit meinem liberalen Rechtsstaatsverständnis überhaupt nicht in Einklang zu bringen. Ich hatte es ja eben schon gesagt, in einem Rechtsstaat ist all das, was durch das Gesetz nicht ausdrücklich verboten ist, erlaubt. Ja? Und das gilt eben nicht nur für die Form des Zusammenlebens, sondern vor allem natürlich für das Denken und für das Aussprechen dessen, was man denkt. Ne? Solange man damit nicht Rechte anderer verletzt, solange man damit nicht die strafrechtlichen Normen verletzt, muss das ausgehalten werden können. Wir halten das ja auch aus als AfDler, ne? Ich meine, jeder kann uns als Faschist zeichnen. Rechtlich darf man das, anständig ist es nicht, aber das muss man eben ertragen. Und genauso ist es andersrum natürlich auch, dass die Regierung, dass bestimmte gesellschaftliche Institutionen auch Kritik ertragen müssen und man das dann nicht einfach als Delegitimierung des Staates zum Extremismus zugehörig erklärt. Ja? Und
beispielsweise eben auch politische Überzeugungen, die der etablierten Politik nicht passen, wie Kritik beispielsweise am Umgang mit der Corona-Krise und den Grundrechten oder eben beispielsweise auch mit der Migrationskrise. Auch das kann man nicht einfach durch die Bezeichnung als Extremismus faktisch unsagbar machen. Das alles geht in einem Rechtsstaat nicht. Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet Kritik Delegitimation und das heißt in dem Moment Staatsfeind Nummer eins. Also, soweit Sie das mit einer gewissen Stringenz machen, tauchen Sie damit definitiv im Verfassungsschutz auf. Das geht ja mittlerweile nicht nur der AfD so, sondern ich habe jetzt die Woche erst erfahren, dass also auch Journalisten dadurch in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten sind, dass sie eben bestimmte Positionen in ihren Publikationen oder in ihren Darstellungen ja, wiedergegeben haben. Das ist natürlich völlig inakzeptabel. Das konterkariert nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern beispielsweise auch die Pressefreiheit. Ne? Die Frage ist, wir erleben ja jetzt das Thema Migration neben der Wirtschaftspolitik, Außenpolitik spielt ja eine ganz wesentliche Rolle. Wir sehen die Übergriffigkeiten. Wir hatten gestern, oder wir hatten die Sendung diese Woche mit RTL direkt Spezial. Dort war Olaf Scholz und da war ein Herr, den ich sehr gut kenne. Das heißt also ein Mann, der seine Tochter durch Messerangriff verloren hat, zusammen mit ihrem Freund in Brockstedt, Danny und Anne-Marie. Und Olaf Scholz hat für mein Dafürhalten Erklärungen abgegeben, die sehr schändlich waren, nicht nachvollziehbar. Also wirklich. Und wenn ich den Zuschauern nochmal sage, eine Innenministerin Faeser ist einen Tag nach der Ermordung einer 17-Jährigen, 8 Tage nach ihrem 17. Geburtstag und eines 19-Jährigen, ihrem Freund, ist sie hingekommen nach Brockstedt, hat der Presse wehleidig da dagestanden und hat ihre Trauer bekundet. Zu den Eltern hat sie nicht ein einziges Wort gewechselt, nicht ein einziges Wort gewechselt. Und liebe Zuschauer, da bin ich frei genug, um zu sagen, solche Politiker verachte ich in aller Deutlichkeit. Das unterschreibe ich und dabei bleibe ich. Lassen Sie mich aber zurückkommen und deshalb kommen wir auf das Thema Migration. Wir haben das jetzt erlebt, ein Extremist aus Bonn, der Hass und Hetze verbreitet, also ein Hassprediger, der offen zur Vernichtung Israels aufruft, sollte ausgewiesen werden. Und das Oberverwaltungsgericht Köln hat gesagt, nein, Sie sehen damit keinen Grund, dass er ausgewiesen werden kann. Ich mache das in gekürzter Form. Fällt der Politik die Besetzung? Denn wir müssen uns darüber im Klaren sein. Ich bin lange genug unterwegs, um zu sagen, die Land- und Oberlandesgerichte sind auch so besetzt, dass es soweit passt. Ich gehe zum Verfassungsgericht. Wir haben Stefan Herbert. Das war unmöglich. Der war noch vor der Verkündung eines Urteils 14 Tage zum Abendessen eingeladen von der damaligen Bundeskanzlerin. Aber fällt der Politik, die im Wesentlichen dieses Wurknest, das Links-Grüne, fällt der jetzt langsam ihre Besetzung auf die Füße, indem die sagen, wir würden es politisch umsetzen, aber die Gerichte stehen uns im Weg? Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, das ist eine gewollte Selbstfesselung. Also eine gegenseitige Blockade von politischen Positionen, die natürlich Krisen lösen würden, wo aber die Krisenlösung schlicht nicht gewünscht ist. Denn was die etablierte Politik kennzeichnet, bis leider mittlerweile weit in die CDU hinein, ist eben in Bezug auf die Migrationsfrage, dass die Migration nach Europa, nach Deutschland weitergeht. Ne? Und insofern sind solche juristischen Entscheidungen nicht etwa Betriebsunfälle. Ja? Auch die Entscheidung jetzt auf europäischer Ebene, dass Frauen, die aus Afghanistan kommen, sozusagen Kraft ihrer Stellung als Afghaninnen ein Anrecht auf Asyl haben. Das ist genauso so eine absurde juristische Aussage, die ja letztlich dazu führt, dass die Frauen hierher kommen können und dann im Familiennachzug ihre Männer nachziehen können, die teilweise aber eigentlich ja das Problem darstellen, warum Frauen in Afghanistan ja so repressiv und unfreiheitlich leben müssen. Und all das ist kein Zufall, dass die Justiz, insbesondere die ja, höherrangigen Gerichte, durchaus also sehr, sehr viel gesellschaftlich Druck machen können und was bewirken können, leider aus unserer Sicht im Negativen. Das sieht man ja beispielsweise an der Klimaschutzrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, ja, welches aus einem Staatsziel, in dem der Klimaschutz nicht mal erwähnt ist, das Gebot macht, ja, wirklich sehr, sehr harte und harsche klimaschutzpolitische Maßnahmen zu ergreifen. Und dieses Gebot richtet sich an die Bundesregierung, die dann wiederum eine Ausrede hat für diese harte Politik. Und ich denke, wie gesagt, all das ist kein Zufall. Das ist letztlich Ausdruck einer fehlenden Gewaltenteilung, die relativ intelligent ausgehebelt worden ist, nämlich über die Besetzungspraxis. Und daran muss sich etwas ändern.
Nun haben wir eine Außenministerin zur Bundespolitik, die betrifft aber auch Landespolitik. Wir haben eine Außenministerin, die nichts unversucht lässt, um deutlich zu sagen, sie betreibt eine feministische Außenpolitik. Feministische Außenpolitik bedeutet, zu einem der größten oder bevölkerungsreichsten Länder der Welt, nämlich das zweite in China, 1,4 Milliarden Einwohner zu sagen, der chinesische Staatschef ist ein Diktator. Das tut sie auch in anderen Bereichen. Sie reist in ölexportierende Länder, da wo wir Gas herbekommen, und sagt, sie haben sich nach unseren nach unserer Moral, nach unseren Vorgehensweisen zu richten. Wir erleben bei der Dame aber auch eines, dass sie hinreist und sagt, in diesen Ländern findet politische Verfolgung statt. Politische Verfolgung prangert sie an, weil die Menschen dort nicht ihre Meinungsfreiheit sagen, weil Opposition unterdrückt wird. Wäre es Zeit, dass dass die Außenministerin mal mit der Innenministerin redet und sagt, vielleicht haben wir das auch in Deutschland? Ja, ich fürchte, da wird man merken, was kognitive Dissonanz bedeutet. Also ich hab das Erklären Sie es mal festgestellt. den Zuschauern, was kognitive Dissonanz heißt. Das ist ganz gut. Ja, da haben Sie gut zum Ausdruck gebracht. Ja, letztlich ist es eben eine Wahrnehmung, die nicht mehr die Realität wahrnimmt, sondern das wahrnimmt, was man in sich selbst so ein bisschen ein Stück weit projiziert hat. Ja? Und dadurch eben nicht mehr in der Lage ist, das wahrzunehmen, was tatsächlich geschieht. Ne? Ein schönes Beispiel dafür ist vor 1, 2 Wochen gewesen, oder vielleicht auch vor 3 Wochen, dieser Tweet des Außenamtes in Bezug auf das Verbot einer Oppositionspartei, ich meine in Thailand, wo man also Ja. gesagt hat, dass das natürlich Demokratie widrig wäre. Und gleichzeitig ist die Partei, der die Außenministerin entspringt, sozusagen ganz vorne dabei, die stärkste Oppositionspartei, jedenfalls in Thüringen, verbieten zu lassen. Ne? Und das ist halt so ein klassischer Fall, wo Eigenwahrnehmung, Eigenvorstellung auch ein Stück weit mit dem eigenen Verhalten völlig auseinanderlaufen und dem, was man erklärt. Ne? Zum Schluss des Interviews. Ich war heute etwas überrascht, beziehungsweise die Woche etwas überrascht. Der Stern titelte, da war der Bundeskanzler Scholz zu sehen, und dann war sein Zitat war: Ich bin auch ein Gewinn für unser Land. Ich habe es geprüft, das ist wirklich vom Stern. Wenn Sie so etwas hören, ich bin auch ein Gewinn für unser Land, oder wenn Sie hören, dass er sagt, wenn jemand jetzt 3 Jahre auf einer Insel war, hat kein Handy, keinen medialen Empfang, und er kommt zurück und er sagt, die Menschen werden überrascht sein, was wir in diesem Land geschafft haben. Was haben wir geschafft? Momentan würde ich Deutschland als eine Art Ansammlung schwerster Krisen betrachten, ja, die sich alle extrem auf das Leben der normalen Bevölkerung auswirken und die aber überhaupt nicht wahrgenommen wird durch die etablierte Politik. Ja, das ist, denke ich mal, kennzeichnend. Und im Übrigen ist der Außenblick auf Deutschland natürlich noch interessanter. Also wie betrachten beispielsweise Russen, wie betrachten Amerikaner, wie betrachten Chinesen die deutsche Politik? Und allen gemein ist eine gewisse Verachtung. Ja, das merkt man bei den Amerikanern natürlich, wenn sie beispielsweise Bundeskanzler steht daneben über ja deutsche Energieversorgungsinfrastruktur sprechen, was passiert, wenn die Russen einen Krieg machen, beispielsweise wie 2022 in Bezug auf Nord Stream. Das merkt man in den abfälligen Äußerungen beispielsweise osteuropäischer oder eben russischer Politiker über die deutsche Politik. Und das merkt man auch beispielsweise daran, dass bei den Chinesen direkt ein eigenes Wort dafür existiert, wie diese linke politische Blase und deren Protagonisten bezeichnet wird. Ja, also man hat dafür schon richtig abfällige Worte gefunden. Und ja, das ist leider das Bild, was momentan von uns existiert, eins, auf das man auf gar keinen Fall stolz sein kann. Also ich bin das schon deswegen kann ich kein glühender Nationalist sein, weil ich eigentlich die Zustände, in denen wir aktuell leben und mit denen wir klarkommen müssen, beschämend finde. Ja, also es ist alles andere als vorbildhaft. Ja, verehrte Zuschauer, und wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, dass wir mit Menschen sprechen. Wir lassen uns die Etikettierung der unserer Interviewgäste, in dem Fall Stefan Möller, Rechtsanwalt, und einer der beiden Landessprecher in Thüringen, neben Björn Höcke, wir lassen uns die Etikettierung von anderen nicht aufzwingen. Wir sprechen mit den Menschen, wir stellen ihnen Fragen, und wir lassen es ihnen zu beurteilen, wie dieses Interview war. Und Sie sollten einfach mal nicht darauf achten, was Ihnen eingeblödet wird in der Indoktrinierung, sondern sollten einfach mal dahinter schauen, was tun denn betreffende Menschen für dieses Land.
Herr Müller, ich bedanke mich für das Interview, bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, Herr Weber.